Laufen. Simpel und entspannend. Doch gleichzeitig der perfekte Sport, um sich bis ans Limit zu pushen. In diesem Monat versuchen wir 60 Kilometer zu laufen, um diese Disziplin für den Triathlon zu meistern. So, ahoi ihr leicht mal draußen. Jetzt geht's los zum ersten Lauf. Es sind, Jakob meinte, 2 Grad oder so. Also es ist schon frostig. Gucken mal, wie weit wir kommen. Let's go! So, wir sind jetzt so 6,5 Kilometer gerannt. Sind auf jeden Fall gut fertig, also ich zumindest. Und ja, um die 60 Kilometer zu schaffen, diesen Monat müssen wir das Ganze noch so circa 9 Mal machen. Aber ich denke, das ist schaffbar. Bleiben wir mal gespannt. Der Lauf hier wird jetzt circa 8 Kilometer lang und bis jetzt ist alles gut, würde ich sagen. So, meine Dudes und Dudinen, wir sind jetzt auf dem Weg zu unserem zweiten Run. So, ich glaube, wir sind jetzt ungefähr bei Kilometer 4. Hab schon lange aufgehört zu checken, wo wir hier sind, wohl in irgendeinem Park. Aber let's go! So. So, das waren jetzt glaube ich 8,5 Kilometer. Moin Leute, ich hab's gepackt. Die 60 Kilometer sind voll. Es war jetzt am Ende echt ganz schön knapp, aber ich hab's gepackt und das freut mich. Oh, hallo. Ich habe sie gar nicht gesehen, aber wie es scheint, ist der Monat April schon wieder vorbei. Und wir hatten die 60 Kilometer Challenge am Laufen. Ich habe es leider nicht gepackt, weil ich auf Hälfte der Strecke krank geworden bin und war jetzt 2-3 Wochen raus. Aber ich habe mein Bestes gegeben. Ich bin trotzdem ein paar 20 Kilometer konnte ich laufen. Und was ich verpasst habe, werde ich jetzt natürlich auch wieder nachholen. Kurzes Update auch noch von mir zum Monat April und dazu, wie viel ich gelaufen bin. Trotz dessen, dass ich 2 Wochen krank war, habe ich es knapp geschafft. Und zwar war ich 2-mal 20 Kilometer laufen. Also einmal habe ich den Halbmarathon in Dresden mitgemacht, den Oberelbe-Marathon. Und einmal war ich im Spreewald laufen und dann war ich noch 2-mal kürzer laufen, 2-mal 10 Kilometer. Deswegen habe ich es dennoch geschafft, worauf ich auch ganz stolz bin. Hoffe natürlich, dass ich aber im Mai und im Juni insbesondere meine Kilometerbilanz noch ein bisschen steigern kann.